1:0 tatsächlich für die SL Tigers direkt vom Bulli. Und da sieht dann Daniel Manzato uralt aus. Er entschuldigt sich auch sogleich bei seinen Vorderleuten. Und dann muss es Pascal Berger gewesen sein. Hat er überhaupt das Bulli gewonnen oder war es die Genfer, die das Bulli gewann? Boah, ganz schwierig zu sehen. Und die Möglichkeit für Schmutz, Julian Schmutz und Petrini. Und das ist das 2:0. Flavio Schmutz mit dem Abschlussversuch. Diese Linie, die hier immer und immer wieder nachgesetzt hat, sehr energisch gewesen, man wird für dieses Spiel jetzt belohnt. Flavio Schmutz, der Torschütze. Hier an der blauen Linie gegen Berton, nachgesetzt von Julian Schmutz, einmal mehr er, dann Petrini. Flavio Schmutz setzt nach und dann über den Körper von Manzato und wieder. Klauser. Und das 3:0, Andrea Klauser! Vielleicht war da noch ein Ablenker vorhanden. Schauen wir noch mal gleich hin. Klauser von der blauen Linie mit einem Sonntagsschuss. Ist auch Sonntag heute. Ich bin nicht. Des Tores. Er ist aktiv auf der Bank zugunsten eines sechsten Feldspielers. Das wird befreit und tatsächlich perfekt getroffen. Pascal Berger also doch noch mit seinem ersten Saisontor. Beim Eigentor eigentlich Brennström, wenn es noch so korrigiert wird. Ansonsten ist er sogar Doppeltorschütze. Und der war nicht so einfach hier, dieser vierte Treffer. Große Ärger bei Genf. Das ist klar. Viel, viel Ärger, die ganze Partie beinahe schon. Weil man einfach diese Langnauer nicht knacken konnte. Heute.